Hallo liebe Leute und willkommen zum zweiten Teil von Arctica One und wir legen auch gleich los. Richtig sehe, wir waren vorhin in der Metro, wir haben das alles erledigt und gehen jetzt in die Galerie. Mission selected, auf den Fahrstuhl und wir gehen los in die Garage. Schöne Fahrstuhlmusik. Ugh, we can hear them already. Be extremely careful. Some say the Yagas chose this area because they were once human, and a part of them remembers living here. Sad, really. But not sad enough for any sane human to want to join them. Ich mag die Viecher nicht. Most of the Yagas are concentrated on the upper floors. So this is the safest way in. Find a way to head up to the mall entrance. Oh, minus 18 Grad, schön. Select level. Minus 1. Okay. Control unavailable. Restricted access level. Okay. Dann ein minus 2. Auch nicht. Gut. Minus 3. Auch nicht. Und die minus 4. Yay. War das jetzt klug? Elevator. Aha. Hallo. Fire Protection System. Call technician. Hallo. Keiner da. Gut. Guck mal, was hier los ist. We can hope that the robot's done at least some pest control for you.
You're on level minus 4. Level minus 1. Look around. There should be something to activate the power. There might be some clues about how to get the power going. Ready, in. Off. Here auch. Ready. Click. Einmal angeschaltet. Und auch hier wieder ready. Und dann läuft die Kugel. That's better. Jagas don't like light very much. Ja, das finde ich gut. Weil ich mag Jagas nicht. Who the hell turned on the generator? I hadn't heard anything. Ich hab's ja gemacht. I bet it's that Merc. Get ready for a fight. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Wenn ich ganz leise bin und nichts sage. Die already, you little shit! Oh, okay. Das ist nichts, aber wenn ich einfach nicht so spreche. Shoot him! Shoot him, that fucking bastard! Ich hab einen Schwaden aus meinem Mund, seht ihr? Und die kommen nur, wenn ich was sage. Ich finde das geil. Yeah, open door. Ah, pissed, yeah. Look out. Bend it. Thank you.
around. Troubling me much longer. Добро пожаловать в Восток-центр. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Run while you can.
for anything that seems unusual or out of place. Settings. Language voice. There's got to be some way to figure this out. Something unusual. Sag mal.
Предсказуем. Enter the password. Alex Dobrov. Thanks to the IT pricks. Eins, zwei, fünf, acht. Alex war es. Alex, 1, 2, 5, 8. Tada! Webbrowser. Was haben wir denn schon hier? I know you don't like when I message you on top of your email, but please find your phone and call me as soon as possible. Tomorrow there will be a huge storm in the northern region. We should bring my mom to us. You know it can be too dangerous for us. Thank you, my lovely husband. IT department. Oh! Naja, wäre jetzt nicht schlecht, wenn man sich das irgendwie notieren könnte. So, jetzt aber muss ich auch noch Zeug aufschreiben. Ey. Wir waren im Webbrowser, wir waren beim IT-Department. Das wird jetzt lustig. Einmal blind schreiben, aber es funktioniert anscheinend. Gut, jetzt haben wir wenigstens die Codes. Können wir auf den Fahrstuhl rein. Wunderbar. Was haben wir denn noch? Network-Browser. Wenn wir schon mal hier sind. Cannot connect, shows down, bla bla bla. Nichts funktioniert. Error log, la 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 la. Was war das letzte Mail? Dimitri, Marki. Marki. Head of Security, ah ja. Head of Security ist der, der die Fahrstuhlcodes an den Fahrstuhl schreibt. Na gut. Ich glaube, das war's hier.
gehen wir wieder zurück zum Fahrstuhl. Wir nehmen jetzt einfach mal einen von den Codes, 986. Will er nicht? 1, 3, 8. Okay. Ich sag's euch. Boah, das ist nicht ruhig. Und die scheiß Viecher kommen immer so nah. Nein, 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 nein. Mann, Mann, Mann. Ihr bleibt alle stehen. Ich sehe euch. Natürlich wieder dunkel. Kann mir mal einer bitte das Licht anmachen? You need to find some light. Ja, genau, Light. Bitte. Glow sticks. Excellent. Glow sticks, danke schön. Wir haben den Scheiß zusammengebastelt. Bitte mehr Licht. Wieso leuchtest du nicht, du? Blödes. Ich sag's euch. Ja, genau. Darauf wollte ich nicht rein. Nicht mit mir. Hallo Kinders, na? Wie steht's? Shit. Oh, look at the boxes! What's this shit too? Mike, you're a clever one. And brave too. Let's see how you hold up in a fight. Rocket! Move! Thank you.
one left. It's a rocket. Try to find another cover. Try to destroy the yellow batteries or deactivate the generators. You did it. Well done. Mein Elektroniklehrer wäre stolz auf mich. Try to destroy the yellow batteries or deactivate the generators.
люблю. You deactivated it. Good. I will send technicians to reprogram the turret. Fahrstuhlmusik fehlt. Ganz klar. Oh. Progress, take them, good. Hello. These razor arms are deploying fixture. Hello. Clean, complete. Oh,
I just don't know. Er hat aber angefangen. Mann. Trifft ihn nicht mal. Stop! Don't shoot! I'll give you what you want. Here, take these. Just let me go. Well, hopefully this will provide us with some solid intel on what these guys are up to. You've been very busy recently, and acting like a courier. I think I know what this is, but I'll check and make sure in a moment. And this data chip is the jewel in the crown. Let's see what this tells us. Nothing is ever easy. Most things I can decrypt on my own, but for this, I'll need access to HQ. I'll just send... Wait, what? The uplink just got interrupted. No rest for you, I'm afraid. I have to have that satellite link if I'm to decrypt the data. Go to the atrium and find out what's going on. I'll examine the box contents in the meantime. At least there's something I can be doing. I'll put the spray can down in the armory. You can use it on your weapons. Good. Denn wir können unsere Waffen jetzt lackieren. Unsere Waffen. Weapons. Das haben wir. Ich habe 322.000 und die kostet 930.000. 215.000. 155.000. Schauen wir beim nächsten Mal an. Was ich jetzt noch schnell angucken wollte, haben wir jetzt nämlich diesen Spray Can. Nun gut, das war Teil 2 von Arctica 1. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben eine coole Abwechslung zwischen Shooter und Horror-Spiel, also mit den blöden Viechern im Dunkeln, ist echt heftig. Ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Teil. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei.
liked, subscribed, kommentiert und habt einen schönen Abend. Bis dann, euer Mello.